Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator 2. Ja, wir haben in der letzten Folge ja die Aufgabe endlich abgeschlossen. Dementsprechend schicke ich jetzt Nina mal an die Kasse, dass sie die Kasse bedient. Jetzt sind wir endlich ja frei von unseren Pflichten. Deshalb kann die Nina jetzt mal wieder an die Kasse gehen und wir kümmern uns mal jetzt so ein bisschen um die Verwaltung und natürlich um die Verbesserung. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge angehen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle wir brauchen, aber es wird wohl eine ordentliche Summe sein, weil Tankstelle Stufe Nummer 5. Bring die Tankstelle auf Stufe 5. Der Hinweis ist auch schon aufgeploppt. Also ihr seht, es ist wieder ordentlich was zu tun. Wir haben es auch endlich geschafft, dass wir das endlich machen können. Das ist ja das Wichtigste. So, aber erst einmal will ich die Tankstelle so ein bisschen sauber machen. Weil ihr seht, das sieht aus wie ein Saustall hier. Das muss auf jeden Fall mal sauber gemacht werden. So. Oh. Wir hatten doch hier was bestellt, ne? Ja, genau. Perfekt. So ein bisschen alles reinigen hier. Sehr schön. Das sieht doch schon mal besser aus. Und dann wollen wir mal gucken, was das kostet, die Tankstelle zu verbessern. 1500. Aha. Das haben wir gleich zusammen. Das ist gar kein Problem. So. Ah, hier ist immer was. Ich weiß nicht, was hier immer der Fehler ist. Irgendwie ist da immer irgendwas nicht ganz richtig. Naja. Was soll's? Ich mache nochmal die Toilette so ein bisschen sauber. Da waren wir auch lange nicht mehr. Ich finde, die Toilette hält sich aber lange sauber, ne? Im Gegensatz zu dem Shop jetzt hat man bei der Toilette länger seine Ruhe. Ne? Finde ich auf jeden Fall. Ich glaube, den schicke ich weg. Das mache ich selber jetzt, Mensch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir bezahlen den. Und dann soll er sich mal ein bisschen ausruhen, weil umsonst da Kohle ausgeben muss ja auch nicht sein. Mensch, der nervt voll. Wegen dem blockiert sich die ganze Tankstelle. Oh, ich kann da gar nicht hinsehen. So viel Gewinne, wie wir verlieren durch den Typen. Das tut weh. Das tut auf jeden Fall weh. Und dann wollte ich nachher mal gucken, dass wir das auch vergrößern. Den Kühlschrank, damit wir mehr Eis lagern können. Weil die gehen ja ganz schön gut weg. Wie man sieht. Hier ein paar Brillen, Gläser. Feststauen. Hier auch nochmal ein paar Dinger. Sehr gut. Und dann muss ich mal gucken, dass wir gleich Nahrungsmittel bestellen. Vielleicht hole ich auch so einen großen. Nachdem wir die Tankstelle ausgebaut haben, dass wir so einen großen Regal nehmen. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, jetzt kommen die ganzen Kunden auch schon dazu. Wie sieht es eigentlich mit dem Kraftstoffvorrat aus? Können wir auch hier checken, ne? Genau. Wir haben noch 261 Liter. Das reicht. Das kriegen wir. Das reicht noch. So. Los, Leute. Kauft was. Ah, okay. Die machen wir schnell. Dann haben wir die Kohle auch zusammen. So. Tankstelle Stufe 5. Wir kommen. Sehr geil. Endlich, Leute. Endlich Tankstelle Stufe Nummer 5. Oh. Was ist jetzt passiert? Ey, was war das denn? Ah, okay. Das war jetzt der Ausbau. Verstehe. Dann müssen wir das erstmal umstellen. Ja, wie nehme ich das denn nochmal? Ach so, okay. So. Oder kann ich das irgendwie... Moment mal. Kann ich das vielleicht hier platzieren? Ja. Aber das ist dann auch nicht mehr so schön, ne? Hinter der Kasse direkt. Ja, irgendwie sieht das hier nicht so toll aus. Warum sieht das denn jetzt so aus? Hm, finde ich irgendwie nicht so cool. Kann ich das hier platzieren? Ne. Moment. Dann lassen wir das mal kurz hier... Weil das finde ich irgendwie nicht so schön, dass die hinter die Kasse so laufen, ne? Das machen wir so.
platzieren mal alles voll, damit die sich nicht beschweren. Oh, jetzt haben wir wieder richtig was zu tun hier. So, Moment. Ja, machen wir das mal hier so in die Ecke. So, ne? Ja. So. 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 So, passt. I swear, if there's bugs. Alles mal wieder platzieren. So. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's noch okay aus. Ja. Damit kann ich leben. Das geht ja schon wieder. Das packen wir wieder dahin. Geht noch nicht. Schade. Ja, Leute, ihr seht, wir haben die Tankstelle endlich ausgebaut. Das Telefon klingelt auch. Lasst mal gucken, was unser Onkel zu sagen hat. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family. A business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. Once you have the money, just call me. No rush this time. Ich muss zugeben, die Fortschritte, die du machst, sind wirklich bewundernswert. Es ist keine Schande, dich mehr als nur Familie zu bezeichnen. Du bist ein Geschäftspartner, aber du schuldest mir etwas Geld, nicht wahr? Ruhig, Blut. Sobald du das Geld hast, rufe mich einfach an. Diesmal keine Eile. Diesmal keine Eile bedeutet diesmal nicht aufs Maul. Wir hatten ja am Anfang aufs Maul bekommen, weil wir ja die Summe nicht zusammenbekommen hatten. Das war aber auch sehr knapp bemessen, muss man dazu sagen. So, das erstmal dahin. Deshalb, jetzt haben wir so quasi eine Endaufgabe, denke ich mal. $5000 zusammenkriegen. Oh, wo laufe ich denn hin? Reden und spielen ist immer so ein Ding, da wird man immer abgelenkt. So, ein bisschen die Tankstelle reinigen und dann müssen wir mal gucken. Ja, wir haben schon wieder $500, sehr geil. Ich wollte gerade sagen, dass wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Haben wir aber jetzt schon. Das finde ich gut. So, die Kollegen hier mal bedienen. Super. Gern geschehen. Boah, der will ordentlich was. Und jetzt können wir auch die vierte Zapfsäule holen. Die vierte Zapfsäule wird uns auf jeden Fall sehr weit bringen. Und jetzt können wir auch neue Waren wieder packen. Ich finde das ein bisschen ungeschickt gemacht hier, ne? Dass der so... Ja, so frei steht. Ne? So ein bisschen ungeschickt. Am besten wäre, dass wenn die Kasse so weiter hier wäre und man hier diesen Platz hier nutzen könnte. Naja, ist jetzt halt so, müssen wir das Beste draus machen. Finde ich ein bisschen schade, dass man die Kasse hier nicht umstellen kann. Aber ist dann jetzt so. Gut. Wir haben schon wieder $1000. Leute, das läuft richtig. Nach 0 Uhr werde ich erst einmal gucken, dass wir ein paar neue Materialien nehmen. Den schicke ich mal weg. Bezahlen und dann reicht das für heute. Weil es ist jetzt dunkel und im Dunkeln haben wir herausgefunden, dass deutlich weniger los ist. Da kann die Werkstatt jetzt auch mal freistehen. Und wenn da mal ein Auto kommt, machen wir das denn halt. So. Ihr seht also, es ist deutlich weniger los immer abends. Das heißt, wir können das quasi auch abends selber, also den Laden selber schmeißen. Ich schicke sie auch gleich weg. Erst einmal möchte ich gucken. Was wollte ich eigentlich gucken? Jetzt habe ich es voll vergessen. Erst einmal tanken wir den. So. Genau. Achso, ich wollte die Verbesserung einmal abchecken. Wie das mit den Verbesserungen so ist. Was wir bezahlen müssen. Und die E-Mail, genau, die E-Mail wollte ich ja mal checken. Da steht wahrscheinlich nochmal drinne wegen Tankstelle Nummer 5. Das war's. Viel Glück. Herzlichen Glückwunsch, mein liebster Neffe. Mit dieser Überweisung sind die Schulden getilgt. Wir sind quitt. Und wie ich sehe, hast sich deine Tankstelle in der Zeit, in der du die Schulden abbezahlt hast, zu einem kleinen Juwel in der Wüste entwickelt. Ich bin stolz auf dich, Neffe, aber glaub nicht, dass du hier fertig bist. Du bist jetzt der Chef deines eigenen Unternehmens und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weiterzumachen. Da draußen in der Wüste gibt es immer eine Menge zu tun. Halt da. Die Augen offen. Und wer weiß, du hast gerade erst angefangen. Wer weiß, was die Zukunft bringen könnte. Wenn dieser Gedanke aufregend ist, bewundere ich deinen Enthusiasmus. Wenn er erschränkt ist, bedeutet das, dass du zu einem echten Unternehmer herangewachsen bist. Ich habe gehört, dass sich einige Leute auch für die Region interessieren. Vielleicht werden wir in naher Zukunft etwas Großes von ihnen sehen. Als versierter Geschäftsmann würde ich sagen, dass du die Augen offen halten solltest. Hier sind ein paar Links, auf die du einen Blick werfen solltest. Natürlich, wenn du etwas Zeit findest. Aha, verstehe.
Das sind ein paar Links, wo wir quasi die neuesten Vorkommnisse über das Spiel erfahren können, nehme ich mal an. Ja, ich denke mal, das Spiel... Oh, ich habe ihn weggeschoben. Ist im Grunde, ja, durchgespielt, will ich nicht jetzt sagen. Aber wir sind auf jeden Fall Richtung, soweit da, dass wir das Spiel demnächst beenden werden. Das kann ich euch schon mal sagen, weil ich habe mich ein bisschen informiert. So viele neue Sachen wird es wohl nicht mehr geben. Also jetzt aktuell gibt es wohl nicht mehr so viele neue Sachen. Was will der denn hier? Einmal Reifen wechseln. Weil, ja, da soll noch die Autowaschanlage kommen. Leider gibt es das noch nicht. Das gibt es leider noch nicht. Das bedeutet, da müssen wir auf den nächsten Update warten. Aber kein Problem, also... Noch sind wir auch noch nicht fertig, Leute. Noch sind wir auch noch nicht fertig. Noch haben wir ja noch ein bisschen was zu tun hier. So, Kratzer entfernen. Jetzt müssen wir noch erstmal die Aufgaben mit den 5000 Dollar erledigen. Wir können ja noch 2 Mitarbeiter mehr einstellen. So ein bisschen was zu tun haben wir noch. Also, das bedeutet jetzt nicht, dass wir das Spiel canceln, beziehungsweise beenden. Noch ist was zu tun. Nur ich wollte das mal so ein bisschen anmerken, denn allzu viel wird es nicht mehr zu tun geben, außer die letzten Verbesserungen. Und die 5000 Dollar, die wir dann zusammenkriegen müssen. So, hier ist wieder richtig was los. So. Bedienen wir den Kunden einmal kurz hier. Und es ist auch schon wieder nach 0 Uhr. Bevor wir jetzt irgendwelche Upgrades machen, werde ich erst einmal wegen Sprit gucken. Dass wir nochmal ein bisschen Sprit bestellen. Mal gucken, wie der Preis sich verändert hat. 2 Dollar immer noch. Okay, dann nehmen wir nochmal 500 Liter mit. Ja, ja. Sehr schön. Damit ist die Kapazität aber auch gefüllt. Dann nehmen wir mal eine volle Ladung mit. Nahrungsmittel müssen wir noch bestellen, auf jeden Fall. Zigaretten haben wir noch. Ja, eigentlich gehen Zigaretten immer. Ne? Zigaretten gehen immer. Die nochmal platzieren. Zigaretten, das nochmal platzieren. Genau, Softdrinks, Zigaretten, Eis haben wir noch, ne? Aber ich wollte eigentlich so einen großen Kühlschrank holen, ne? Warte mal. Wir können ja das mal angehen. Erst einmal werde ich bestellen, weil jetzt sind die Waren wertvoller. Snacks. Chips Away, ja, nehmen wir einmal mit. Chunkyo bringen, oh, ordentlich Geld ein, das nehmen wir auch mit. Sans Paprika bringt auch ordentlich Cola, nehmen wir einmal mit. Dann Softdrinks haben wir gesagt, ne? Softdrinks, ja, guck mal, das bringt ordentlich Cola ein. Amy Bonnie's Tonic. Aunt Brady's Tonic, auch nicht schlecht, was für ein Name, ne? Das bringt ordentlich Geld ein. Oh, nicht der Dennis schon wieder. Und ein paar Zigaretten wollte ich holen. Das bringt auch ordentlich Kohle ein. Nehmen wir auch nochmal mit. Jimmy Strong Menthol. Ja, ist okay. Und den Tobacco hier, ne? Das nehmen wir auch nochmal mit. So, das bestellen wir erst einmal. Achso, ich wollte nochmal wegen Autopflegeprodukte gucken. Was schon, Max? Aha, Wheel Cleaner. Nehmen wir... Ja, nehmen wir einmal mit. Und bestellen das Ganze mal. Jetzt haben wir auch schon so gut wie keine Kohle mehr wieder. Und der Dennis läuft hier wieder rum. Treibt sein Unwesen. So. Sehr gut. Den Kollegen bedienen wir einmal. Pretty much what I ask for. So. Kraftstofflieferung ist da. Den bedienen wir kurz, damit kein Stau entsteht. Und dann werde ich in die Werkstatt mal gehen. Ab in die Werkstatt jetzt. Dass wir das auch einmal abgehakt haben. Zweimal Reifen und Ölwechsel, glaube ich. So.
Sehr schön. Nächster Reifen. Ah, ihr seht schon, die Reifen werden auch knapp. Ich muss mal gleich gucken, dass wir wieder ein paar bestellen. So, was brauchst du noch? Ölwechsel scheinbar. So. Perfekt. Passt. Was will er noch? Ah, Batterie ausgetauscht haben. Batterien bringen immer ordentlich Kohle. Sehr schön. Abklemmen. Rausnehmen. Neue wieder rennen und dann einklemmen. Und die Kohle kassieren. Sehr gut. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Autoteile bestellen. Das ist sehr wichtig. Oha. Das ist jetzt... Das hat jetzt Prio erst einmal. Mensch, hier ist ja richtig was los. Ne? Also alleine kommt man da gar nicht mehr hinterher. Das muss man mal sagen hier. So, jetzt bestelle ich erst einmal die Autoteile, damit die schon mal sich auf den Weg machen. Autoteile, Autoteile. Reifen. Nehmen wir mal... 5 Stück mit. Kratzerentferner, Kerme, Motoröl, Batterien. Zündkerze, Kühlmittel. Das ist jetzt auch freigeschaltet. Wir müssen nur die Tankstelle ausbauen. Beziehungsweise die Werkstatt ausbauen. Dann haben wir auch diese Teile endlich. So. Gern geschehen. Sehr schön. Leute, Kunden an Kasse, die bediene ich auch einmal. Wir haben ja herausgefunden, wenn wir die Kasse selber machen, kriegen wir mehr Geld, als wenn das unsere Mitarbeiter machen, weil wir einfach das ganze Trinkgeld kassieren. So. Und vor allen Dingen, wir müssen den Mitarbeiter nicht bezahlen, ne? Das ist ja auch wieder ein Punkt, wo wir Geld sparen. You're amazing. Ihr seht, wie viel Kohle wir machen. Allein mit der Bedienung der Kasse schon. So. Sehr schön. Weiter geht's. Die bediene ich noch und dann werde ich gleich die Mitarbeiter wieder hier hinschicken. Damit wir dann uns um die Verwaltung kümmern können. Ne? Das ist ja auch wichtig jetzt. Sehr, sehr wichtig. Sehr schön. Jetzt holen wir die Mitarbeiter. Und dann werden wir hier die mal reinlassen. So. Ich lasse die erst einmal rein, damit die schon mal drinnen sind. Und dann kann der Mitarbeiter schon mal an die Kasse der Mavic, der gute alte Mavic, bediene die Kasse. Dann müssen wir einen von denen noch bezahlen. Der kann in die Werkstatt Autos reparieren. Die gute Dame wird bezahlt. Sehr gut. So, und jetzt können wir die Teile, die Waren mal abladen. Sehr schön. 2 und 3. Sehr schön. That'll do. So, jetzt die Autoteile, damit unser Kollege Ricardo in der Werkstatt auch genug Materialien hat. Und dann müssen wir auch schon wieder den Shop reinigen. Kunde an Kraftstoff. Oha. Das haben wir jetzt auch schon. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht einen Mitarbeiter mehr einstellen. Also, ihr seht, sonst kommen wir da gar nicht mehr hinterher. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt die vierte Zapfsäule bauen. Ne? Die vierte Zapfsäule bedeutet wieder ein mehr. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall dann weiteren Mitarbeiter einstellen. Also, dass der kontinuierlich dann da ist. Dass immer da einer ist. Dann können wir uns um die anderen wichtigeren Sachen kümmern. Ne? Ist ja auch nicht verkehrt. So, fahren wir jetzt weg, Kollege. So. Sehr schön. Jetzt... gucken wir mal, dass wir einmal ein bisschen alles reinigen.
Nee, erst einmal tanken. Erst einmal tanken, damit die erstmal wegkommen. Weil wir haben ja herausgefunden, dass hier nichts. Dass die hier nicht Schlange stehen. Ja, dementsprechend müssen wir die abarbeiten, damit neue Kunden dann auch immer wieder nachrücken. Das ist das immer so. So, jetzt aber reinigen. So, dann werde ich gleich mal gucken wegen der vierten Zapfsäule. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oder halt wegen dem Parkplatz, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Oh, die Waren mal einsortieren jetzt. Hier nochmal ein bisschen was. Haben die Alkohol bestellt? Ne, wir hatten aber Softdrinks, ne? Okay. Eiscreme nachfüllen, die gehen ja mal schnell leer. Eiscreme können wir demnächst auch nochmal nachbestellen. So, das hatten wir noch. Und ein paar Hütchen, glaube ich, ne? Ne, hatten wir noch nicht. Zeitungen, haben wir noch ein paar da. Sehr gut. Zigaretten hatten wir aber. Zigaretten, sehr wichtig. Sehr gut. Jetzt, Leute, wollen wir einmal gucken. Ja, erst einmal mache ich hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge machen wir genau hier weiter. Ihr seht, die Tankstelle, die läuft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, wollte ich gerade sagen. Erst einmal will ich ein schönes Foto von unserer neuen Tankstelle machen. Und dann gucken wir mal, dass wir da weiterkommen. So, so ein schönes Foto. Gehört da irgendwie mit dazu. Sehr schön. So. Ja. Sehr schön. Leute, dann verabschiede ich mich auch gleich. Bis zum nächsten Mal und ciao. Oh, falscher Knopf. Bis dann. Ey, was ist hier los? Leute, irgendwie